Tag 6. Und ja, ihr seht's, neuer Haarschnitt, by the way. Und ja, heute wird's schön gemacht, wie meine Haare schön gemacht worden sind von mir selbst. Geht's jetzt hier ins Schönmachen von dem ganzen Zeug hier, alle Deckel drauf und noch restliche Sachen anschließen, hier die Isolierung drauf machen, etc. pp. Und das ist heute Programm und das ist heute Phase und das machen wir heute, also bleibt dran, es wird spannend. So. Fertig, Finish, Ende, auf. Heizung ist mehr oder weniger, also sagen wir mal 98% fertig. Ein paar ganz minimale Schönheitsgeschichten müssen wir jetzt hier noch machen. Also sind wir fertig. Also wie sieht es jetzt hier aus? Heute ist übrigens by the way sehr heißer Tag für Anfang April, 29 Grad, was wir draußen haben. Ja, also ihr seht, die Verkleidung ist jetzt überall drauf, alles schön hier abisoliert. Und ja, hier ebenso. Dann hier unser Mischsystem. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum ist denn hier so Geschichten hier außenrum noch etc. Wie sieht denn das aus? Also hier Wärmemengenzähler. Hier auch Wärmemengenzähler. Braucht man nicht, aber will ich haben, weil man hier einfach sauber sehen kann, ob wirklich Wärme. Wenn man nichts misst, kann man nichts machen. Anyway, auf jeden Fall kurze Erklärung, was das jetzt hier ist. Wenn ihr es ausführlich haben möchtet, schreibt es gerne in die Kommentare, da erzähle ich euch es richtig ausführlich. Und zwar, ich habe ja hier oben einen Holzofen, der mir im Winter Holz verbrennen soll und damit meinen Pufferspeier, respektive das ganze Heizungssystem erwärmen. Und das ist jetzt so, ich habe ja hierauf nur zwei Leitungen, die da reinfassen. Das ist ein Kachelofen, da kann ich auch nichts zusätzlich machen. So, und jetzt muss ich mir hier diese zwei Leitungen, die einmal so durchflossen werden, also hier von dieser Pumpe, die da drin ist, wird das so durchflossen. Aber wenn jetzt hier die Heizung oben ist, dann ist das genau andersrum, weil da oben eine Pumpe ist, die dann so runterläuft. So, und damit man sich, dass diese beiden Pumpen sich, wenn die obere läuft, die aus ist, braucht man dieses ganze Geschichtchen. Das ist alles über ein Relais wird das angesteuert. Und zack. So, und dann, wenn oben eingeschaltet ist, dann pumpt das hier entsprechend so runter und geht dann hier entsprechend weiter. Dann ist diese Pumpe, also auf Deutsch gesagt, wird durch diese Parallelschaltung hier, was man hier sieht, einfach diese Pumpe parallel geschaltet. Also weggeschaltet, muss ich sagen, überbrückt, kurz geschlossen. Das ist hier die Besonderheit, das ist einmalig, das ist eine absolute Sonderkonstruktion, was wir hier haben. Und ja, da sind wir ganz besonders stolz drauf. So, jetzt dann, ja, hier Wärmepufferspeicher. Ja, da hat sich jetzt nicht viel getan. Ich habe also schon die ersten Tests gemacht, also hier einfach mit Schokostecker dran. Warum Schokostecker dran? Weil da kann ich einfach auf 2000 Watt den 6 kW hier runterdrosseln. Ganz einfach. Mein PV habe ich über den Schokostecker schon mal ausprobiert, funktioniert über PV noch nicht. Da muss ich das Leitung noch zusätzlich hier reinziehen. Aber das kommt alles entsprechend noch. Jetzt hier bei dabei heizt gerade hier die Holzheizung entsprechend hier runter. Sieht man es. Puffer, Wärmeverteilung hier wieder. Hier ist auch alles zu, alles dicht. Und ja, man kann über den EVU-Kontakt die Wärmepumpe hier nochmal ein- oder ausschalten. Wird natürlich aufgrund Paragraph 14a wird das Ganze dann nochmal geändert, wenn eine externe Steuerbox kommt und mir meine Wärmepumpe drosselt. Dann wird das nochmal umgebaut, aber jetzt hier einfach so, wenn irgendwas ist, Wärmepumpe. Weil sonst müsste man einfach über hier einfach Back machen. Und Back machen ist nicht so schön. Über den Kontakt moduliert sie relativ zügig runter. Und dann passt die ganze Geschichte. Ja, that's it is. So sieht es hier im Ganzen aus. Draußen können wir auch noch kurz rausschauen. So, dann für die einzelnen Heizkörper gibt es hier noch diese Lüfter. Und diese Lüfter kommen unter die Heizkörper rein. Das werden nochmal sehr, sehr viele werden. Das muss ich jetzt erst die Anzahl noch ausrechnen, wie viel das ist. Ich möchte damit einen intelligenten Lastabwurf machen, aber
Wenn es euch interessiert, einfach unten in die Kommentare reinschreiben, dann mache ich dazu mal ein gesondertes Video. Die Teile holen bis zu 30% holen die an Heizkörperfläche raus. Und das ist doch einiges. Also wenn man normalerweise 2 kW Heizkörper hat, kann man sagen, 30% mehr sind 600 Watt, was die einfach rausziehen. Und ich schmeiß da rein, was die Kiste natürlich hergibt, kennt mich ja. So, WM-Pumpe steht jetzt hier auch fertig. Hier ist auch nochmal schön isoliert worden. Das ist noch nicht zugemacht worden, weil da brauche ich noch PV-Leitungen von meiner Anlage, die ich hier habe. Kommt da noch PV-Leitungen rein. Hier ist noch der Außenfüller, der muss hier noch sauber im Nordosten angebracht werden, am besten am Norden, im schattigen Platz. Der kommt auch noch hin. Ja Leute, und jetzt ist es warm geworden, es ist Frühling geworden, so von heute auf morgen, was schön ist, was Spaß macht. Und ja, jetzt kann ich einfach nur noch sagen, das war jetzt wieder der letzte Tag des Wärmepumpen-Einbaus. Ich bin zufrieden, für mich war es ein schöner Urlaubserlebnis, ehrlich gesagt. Und ja, ich halte natürlich am Laufen. Jetzt kommt die coole Geschichte. Also ich betreibe die ganze Anlage jetzt, außer jetzt im Testbetrieb mit Holz, eben mit meinem ganzen PV-Geschichte und hier mit meiner Inselanlage, da speise ich das ganze Zeug jetzt hier im Sommer. Also ich heize jetzt, ich starte mal bis September mit null Holz, außer vielleicht mal Testbetrieb, wenn man irgendwas testen will, mit null Holz und mit Strom aus der PV-Anlage, weil man in der Regel eh nichts braucht. Aber ich möchte einfach den Pufferspeicher immer so 80 Grad halten, einfach weil man es kann und weil es nichts kostet. Gute Einstellung. Ja, und in diesem Sinne hoffe, dieses letzte Video hier hat euch gefallen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut, tschüss und auf Wiederschauen. Gerne Abo da lassen, um keine weiteren Videos zu verpassen, weil mit Verbrauch und sowas, wenn es im Winter losgeht, wird es interessant. Und natürlich, nach dem Projekt ist vor dem Projekt. Da oben wird sich jetzt demnächst auch einiges tun. Was genau, wie es aussehen soll, das alles hier. Also, in dem Sinne, macht's gut, genießt den Frühling und verpasst nicht das nächste Video. Wann das kommt, sage ich euch jetzt noch nicht, aber wenn ihr ein Abo da lasst, dann werdet ihr natürlich mit der Glocke sofort informiert, wann es kommt. In dem Sinne, tschüss, auf Wiedersehen.